Und damit ein freundliches Willkommen zurück zu Life is Strange Before the Storm, meine lieben Zuschauer. Ja, es ist nun endlich soweit. Wir sehen schon im Hintergrund, der Wald ist komplett ausgebrannt wegen Rachel. Und wir starten jetzt die allerletzte Episode, Episode 3, die Hölle ist leer. Und dann danach noch die Bonus-Episode. Das werde ich in dieser Aufnahme noch mitnehmen. Lebe wohl, da freue ich mich auch schon tierisch drauf. Aber jetzt drehen wir gar nicht lang. Wir beginnen die letzte Episode, Episode 3, die Hölle ist leer. Oh, bin ich gespannt. Jetzt bin ich aber sehr gespannt, denn wir wissen, wo wir ja stehen geblieben sind. Dass Rachel jetzt weiß, dass ihre leibliche Mutter ganz wer anders ist. Tja. Previously on Life is Strange Before the Storm. I felt like my dad's been lying about something for a while. I didn't know what it was. There is plenty of blame to go around. What does that mean? You forced my hand. This is a consequence of your actions, Chloe. We both agree that the best thing for everyone at this stage is for me to move in. In a million years, I never thought you'd choose David over me. Hey! Black Hole's done with me. I can't go home anymore. Is this junkyard all I've got left? Drew runs Oxy for Damon. Go to Drew's room, find the money, and I'll meet you to pick it up. Whatever you do, don't open the door. Oh, I want my fucking money! Juliet is wailing. That infernal inferno is the culprit, closing down the roads and robbing us of our Ariel. No fucking chance! I swear to thee, we shall fly beyond this isle. The corners of the world are mere prologue. What sayest thou to my most hopeful wish? Yes. Let's leave. For real. If you don't mean this, it's just making me feel like shit that this life you're describing isn't going to happen. What would it take to convince you? Why can't you just tell me the fucking truth? Rachel, that woman you saw, that wasn't my mistress. That was your mother. Und jetzt bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht. I want to tell you all of it. But are you sure that Chloe should be here for... Chloe stays. Of course. In every way that matters, Rose is my wife and your mother. But the woman you saw at the Overlook, her name is Sarah. Your birth mother. I'm going to tell you everything, Rachel. Everything I've shielded you from for so long. But the truth can be hard to look at. Is this really something you're ready for? Chloe. Unsere letzten Entscheidungen. Ich bin hier, du kannst das. I'm right here. Good. I need you. Ja, und da wären wir wieder in der allerletzten Episode. Meine Güte, so schnell kann es vorbei sein. Wir gehen mal zu Rachel. In high school, there was one person everyone adored. Her teachers, her friends. Sarah was everyone's favorite.
Every boy wanted to date her. I could barely believe it when she picked me. Sometimes, I think that's what kept me blind for so long. She was so alive, so passionate about everything. Early on, though, I realized I wasn't enough for her. While the rest of us were pursuing college, careers, families, Sarah wasn't looking for any of that. She was looking for escape. Sarah became pregnant, I thought it would solve everything. And it did. For a little while. Becoming your father was the greatest moment of my life. There was so much love, but I was still blind. However much she loved you then, it wasn't enough. For Sarah, the need to escape was always there. Oh, nein. For over a year, I tried to help her. I made myself believe that she was still a good person. That no matter what happened, she would never do anything to hurt you. I was wrong. Eventually, I saw her for who she really was. Someone who could never be satisfied. Anyone or anything. Even the love of her own daughter. I was desperate. I didn't know what to do. So I made a choice. I was never going to let her harm you again. Alter, das ist ziemlich hart, Alter. What you saw at the Overlook, Rachel? It was true, we kissed. It was the saddest kiss of my life. It was a kiss goodbye. I told her that I was happy for her. That she felt like she'd gotten her life together. Finally. But she didn't get to just decide one day to be a mother. Not after what she'd done. But after all the people she hurt. All the lives she destroyed. I told her she'd been given the greatest gift in the world. Chance to be your mother. And she squandered it. It pained me to hurt her like that. But I'd do it again. And again and again to keep you safe. So that was the first time you've seen her or spoken with her in 15 years? No. I send her money. Every single month.
It's our arrangement. But now she wants to see me? Yes. But Rachel, it cannot be. Ja, natürlich ist das jetzt eine sehr, sehr schwierige Situation. Und jetzt weiß man natürlich nicht, wie man antworten soll. Ach, ich hasse dieses Spiel. Warum nicht? Das ist nicht ihre Entscheidung. Ja, im Grunde ist es eigentlich richtig. Jedes Kind hat das Recht, seine leibliche Mutter oder seinen leiblichen Vater zu sehen. Deswegen, aber natürlich kann ich den Vater auch verstehen. Jetzt, wo wir die Geschichte kennen, ja, eine heikle Situation. Aber ganz ehrlich, das ist nicht ihre Entscheidung. You think you have the right to decide that for her? When I left Sarah, when I took Rachel away, I truly believe I saved her life. And I will continue to protect her no matter what. But maybe she's different now. I mean, people change, right? Maybe so. But consider that for 15 years, she's preferred that money to you. Rachel. I think I need to lie down. Scheiße. Gruppen-SMS, wird Rachel und Chloe, wo seid ihr zwei? Wir sind auf der Party der Besetzung. Ich habe Rachel schon 8-mal getextet. Hey, ich glaube nicht, dass wir noch kommen. Chloe, du solltest kommen. Yeah, Chloe, du warst großartig, Süße. Hey, Chloe, super gemacht. Danke, aber ich kann nicht. Aber du warst umwerfend. Ohne dich hätte es keine Vorführung gegeben. Im Ernst, komm einfach. Bring Rachel mit. Tut mir leid, Leute. Ja, also jetzt natürlich in der Situation können wir jetzt natürlich nicht kommen, ne? Jetzt hat sich ja alles irgendwie zum anderen gewendet, sag ich mal. I can't leave Rachel to deal with this alone. Ja, das stimmt allerdings. Alter, was für eine Szene. Jetzt stell dir mal vor, du kommst jeden Abend halt einfach ganz normal nach Hause zu die Eltern und dann musst du erfahren, dass die Mutter da drüben gar nicht deine echte Mutter ist. Also das ist schon hart, das muss ich schon sagen. Ja, und hier hat sie den Tisch demoliert. Ach du Scheiße. Holy shit. Rachel completely destroyed that table. Ja, zu Recht eigentlich. I guess there's worse things than growing up around fancy stuff like this. Und wir haben ja jetzt wieder... falsche Taste. Wir haben ja jetzt wieder hier, ne? Also wer das lesen will... Einfach auf Pause klicken. Also natürlich ist das auch interessant, aber das muss jetzt nicht unbedingt im Let's Play mit dabei sein. Also einfach ein bisschen durchklettern und hier einfach auf Pause drücken, falls jemand will. So, mittlerweile sind es eigentlich schon 20 Seiten. Und was mich jetzt eigentlich interessiert, wen haben wir denn jetzt? Jetzt haben wir noch Sarah dazu, okay? Also wer das auch lesen möchte, ne? Einfach lesen. Und ja. Genau, und Episode 3, das interessiert mich. Das sind jetzt wieder diese Sammeldinger, da müssen wir jetzt echt aufpassen. Das erste ist also Land der Freaks. Folterplan, Porträt der Überlebenden, schmieriger Schleim, tägliche Schwanzfoto... was? Tägliche Schwanzfotos? Naja, okay. Snackbox, ich will ehrlich gesagt gar nicht wissen, was das ist, die Schwanzfotos. Leere Leinwand, brüderliche Extremität und unbeachtete Warnung. Ach ja, und Schreibtisch des Staatsanwalts. Oh, Schreibtisch des Staatsanwalts? Na, das wird ja noch interessant. Ja. Tja, mal schauen, ob ich alles finden werde. Ich kann nichts garantieren. Aber Hauptsache, wir kommen irgendwie durch. Das denke ich bei jedem Spiel. Hauptsache, ich komme durch, ne? So, Familienfoto. Ob wir uns hier noch einmal alles anschauen müssen? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben uns das letzte Mal schon alles angeschaut. James.
This must be hard for you too, Master Amber. It could be far worse. My biggest fear is that Rachel will try to meet Sarah. I've dreaded it. So that's why you never told her? You have no idea what pain Sarah's caused. Her addiction has led her to do terrible things. I don't want Rachel to go through any of that. Ich kann den Vater natürlich unglaublich verstehen und nachvollziehen, aber gleichzeitig ist es doch auch das Recht, wenn das Kind ihre eigene Mutter sieht. Also, natürlich weiß ich, der Vater will nichts anderes als das eigene Kind zu beschützen, weil er ja nicht weiß, wie Sarah heute ist. Vielleicht hat sie sich ja wirklich geändert, weil er ja auch gemeint hat, dass sie sich zum Guten gewendet hat und dass sie ihre Sucht angeblich bekämpft hat. Aber sie könnte natürlich auch gelogen haben, das weiß man natürlich nicht. Ja. But shouldn't that be up to Rachel to decide? Rachel is curious and determined. She's always going to want to know more. I can believe that. She won't be concerned about her own safety. She never has been. Do you think Sarah is involved with any of the drug dealers around here? It wouldn't surprise me if she were. That's who she is. Chloe, I believe Rachel trusts you more than anyone else right now. Is this where you ask me to manipulate Rachel into doing what you want? This is where I ask you to do as your conscience dictates. But please, put my daughter's safety first. Das kann ich nicht versprechen. Das kann ich echt nicht versprechen. Versuchen Sie es mit der Wahrheit. Maybe try the truth for a change? What do you mean? Well, you did lie to your daughter for 15 years. This is true. And that's why I need your help. I only care about Rachel, Chloe. I'll do what I can. I care about her too, you know? I know. Thank you. Ja, ist natürlich für den Vater jetzt auch nicht leicht. Ja, so sitzt eigentlich jeder, der irgendwie gerade am Boden zerstört ist. Können wir mit Rose noch reden? Hey, Mrs. Amber. I think it's Rose at this point, considering everything. Okay, Rose. Do you need any help with anything? That's very kind of you. Could you get out the broom for me? It's in the breezeway. Door to the left of the fridge. Siehst du, es doch noch gut, dass wir mit dir geredet haben. So, okay, öffnen. Ah ja, da ist es schon. T-Shirt? Hey, cool graphic. Rachel was really getting rid of this? Oh nein, jetzt will sie es doch... Oh scheiße! Das T-Shirt nehmen? Ich weiß nicht. Sollen wir? Ach komm, wir machen einfach. Ich hoffe, das hat keine Konsequenzen. Mrs. Amber, could I have this? Oh, sure, Chloe. Rachel was going to give it away anyhow. Thanks. Sehr gut, dass sie gefragt hat. Jetzt habe ich gedacht, die nimmt das einfach so, wie sie eigentlich immer ist. Rebellisch halt. Huch. Da hat es gerade kurz geruckelt. So. Familienfoto. It's so weird to look at this now. Ja, schon irgendwie. Ach Mensch, ach Mensch. Naja, dann wollen wir mal nach oben. Wait, I should give this broom to Rachel's mom. Ach so,
Ah ja, stimmt, ja, Entschuldigung. Jetzt habe ich auf den Besen ganz vergessen. So, Rose, hier bitte, der Besen. Here you go. Thank you. I'm really quite glad that you're here. I'm glad too. You've had to cope with much worse, I know. I'm grateful Rachel has someone as strong as you. How are you doing, Chloe? How am I doing? Your generation loves to talk about how awkward different things are. Well, this must be pretty awkward, I'd imagine. Naja, eigentlich ist das gelogen. Uns geht's ja nicht unbedingt jetzt besser als Rachel, aber auf jeden Fall besser jetzt in dem Moment. It's fine. Rachel's the one who's really upset. She has every reason to be. There are many painful things about Rachel's past, including my own role in hiding the truth. James hat gelogen. Auf was bezogen jetzt eigentlich? Sarah hat das Geld vorgezogen, will ich jetzt eigentlich nicht sagen, aber James hat gelogen, hä? Ja. Ja, das, ach, scheiß drauf. James hat gelogen, was soll's. Doesn't matter how painful it is. You don't lie to someone you love. You might be right. But can any of us really know what we would do in his situation? Stimmt. He's been a devoted father for 15 years. I know he loves Rachel more than anything. I'm surprised you're defending him after what he did at the Overlook. It might be hard for you to understand, but after 13 years of marriage, I'm not threatened by what happened. You're right. I don't understand. You don't have to worry about me or James. Rachel's the one who needs you right now. Do you think Sarah is dangerous? I've never met her, so I don't know. But I'm inclined to trust my husband. His entire life is about keeping people safe. Rachel's extremely fortunate to have him as her father. Thanks. Thank you, Chloe. Och, Mensch. Die beiden tun mir jetzt dann irgendwie ja doch leid, aber irgendwann musste die Wahrheit hinaus. Sie wäre ja sowieso jetzt bald einmal erwachsen geworden. Und naja, spätestens ab 18 musst du das deinem Kind sagen, ne? Da bist du verpflichtet dazu. Falls das noch keiner gewusst hat übrigens, ne? So, ja, dann mal nach oben. Oh, I said I was a good